Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cannon Fodder. Die Hälfte des Spiels ist ja bereits geschafft und wir hatten eine kleine Swing-Pause hinter uns. Und genau heute, am 2. April 2016, geht's weiter. Denn heute lade ich auch schon die erste Folge hoch. Ja, so knapp waren meine Videos. Ja, okay, wir wollen mal gucken, wie es weitergeht. Es müsste jetzt Mission 16 in die Startlöcher gehen. Denn, soweit ich weiß, gibt es 30 Missionen. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eigentlich mehr als die Hälfte vom Spielfortschritt her geschafft. Denn es kommen jetzt noch ein paar kürzere, meine ich mich zu erinnern. Ich weiß es aber nicht. Zwei Phasen auf jeden Fall. Wir müssen alle Gegner töten und wir müssen alle Gebäude zerstören. Das Übliche. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir hier weiter voranschreiten werden. Und das ist auch wieder ein kleiner Hinweis, denn in der nächsten Session wird nochmal der Viper-Fan Lars 91 dabei sein. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich denke mal, dass er mir bestimmt weiterhelfen wird. Ja, hoffe ich doch. So, jetzt muss ich mir überlegen. Wo war denn nochmal mein Save-State-Knopf? Ach, 12, ich sehe schon gerade. Okay, go for it. Ich werde mal gucken, ob ich hier in Sicherheit bin, wo ich gerade stehe. Ja, okay, dann mache ich jetzt nämlich genau an dieser Stelle ein Save-State. Und wir haben jetzt ja Mission 16. Und ich weiß nicht, warum der mir immer hier so einen komischen Haken dahin haut. Den will ich gar nicht. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier überhaupt? Da sind wir. Oh, jede Menge Gebäude. Und hast du nicht gesehen? Wir haben auch nur zwei Leute dabei. Ich glaube, es ist nicht unbedingt schädlich, wenn ich mit beiden loslaufe, oder? Da ist ein Raketenwerfer-Typi. Ich glaube, den kriegen wir so. So, der ist erstmal erledigt. Jetzt ist die Frage, kann der hier... Ist das eine Mauer dahinter oder kann der hier hochschießen? Das scheint eine Mauer zu sein. Das sieht, oh! Fuck! Den hab ich nicht gesehen! Ach scheiße, den habe ich echt nicht gesehen. Ja. Ein bisschen blind bin ich heute Morgen noch unterwegs. So, okay. Das kriegen wir aber hin. Die beiden sollten wir auf jeden Fall so erledigen können. So, was ist das hier? Muss man das zerstören? Oh, oh, oh. Okay, das bringt aber nichts. Die können ruhig ballern. Aber da hinten, ne? Warte mal, kann man da... Kann ich da drauf schießen? Da liegen ja Munitionskisten, ne? Hm. Ach, der hat sich gerade selbst getötet. Auch geil. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Kannst du mal hier hinschießen? Macht er nicht, ne? Ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Da ist ja auch noch ein Typ. Oh, da oben ist noch einer. Ich habe so ein bisschen Angst. Bei mir ist ja einer tot. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kann ich durch die Türen durchgehen? Nein, kann ich nicht. Muss ich da dann vielleicht hinschmeißen? Warte mal, ich versuch das mal. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier machen muss. Tür. Ah ja, die Türen kann ich aufsprengen. Okay. Das ist ja vom Stil her mal eine ganz andere Mission, ne? Richtig so ein Bürogebäuden hier rum tingeln ist ja mal was anderes. Da könnte ich rein, ich könnte auch da rein. Da sind auf jeden Fall Bomben, deswegen möchte ich da hin. Aha, genau. Wenn die zu dicht da oben rankommen, können die mich treffen. Ziemlich geile Mission, muss ich sagen. Die Tür ging gerade auf, aber ich mache das mal so. Okay, aha. Das war also ein Gebäude, was wir zerstören müssen. Alles klar. Ja, gefällt mir irgendwie. Geile Aufgabe. War was ganz, ganz anderes. Echt. So, den platt machen. Jetzt kommt der her. Oh, 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 oh. Gefährlich, gefährlich. Kann man das einsammeln? Ist das eine Kiste? Nee, das ist keine Kiste. Okay. Oh, scheiße. Bisschen aufpassen. Oh, 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 da ist was explodiert. So, kann ich die Tür denn auch von dieser Seite kaputt machen? Mal gucken. Ja, kann ich. Das ist gut. Bisschen aufpassen, dass hier nichts Gefährliches rumlungt. Das ist gefährlich, ja. Ich kann nicht so nach unten gucken, ne? Kommst du bitte hier durch, kleiner Soldat? Hallo. Darf ich da gar nicht durch? Die Tür ist nicht ganz kaputt gegangen, ne? Okay, jetzt. Jetzt darf ich da durch. Haben wir hier bestimmt Leute. Ah, oh, ich hab gedacht, der Gulli wäre gerade ein Gegner.
Ja, sind wir jetzt gerade gut oder sind wir nicht gut? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich warte lieber noch ein bisschen ab. Einmal das hier ein bisschen kennenlernen, bevor ich jetzt hier speichere. Ja! Ah, okay. Gut. Ist aber durchaus machbar und eine sehr, sehr coole Mission. Also so eine Mission könnte ruhig mal öfter kommen, finde ich. Ich will noch einmal auf die Karte gucken. So, ich bin ja da hinten schon ganz rumgeeiert. Ich glaube, ich muss aber auch den linken Bereich. Aber da komme ich praktisch nur von der Seite hin. Ich probiere gleich mal eben was. Ich habe da so eine Idee. Fuck. Wenn ich das da kaputt hau. Ja, dann kriege ich keine Wand kaputt. Ich hätte gedacht, ich kann die Wand vielleicht kaputt sprengen. Aber ich muss den da hinten irgendwie töten, ne? Kann ich denn da rüber werfen? Kann ich. Aber ich komme an die Gebäudetür nicht ran, ne? Oder doch? Doch! Sehr gut. Das muss ich, glaube ich, sogar. Weil ich soll ja alle Gebäude kaputt machen. Ich denke, das war wichtig. Okay. So, das war jetzt die letzte Granate. Irgendwo lebt noch einer. Der ist auch tot. Sehr schön. Ja, das war ganz clever. Jetzt habe ich meine Raketen weg. Ja. Die hätte ich vielleicht eher einsammeln sollen. Eher, erst. Ich komme hier nicht rein, ne? Der schießt auch nicht auf mich. Ja, das habe ich mir jetzt selbst verbaut. Da bin ich jetzt gerade blöd gewesen. Jetzt habe ich natürlich keine Muni mehr. Aber gut, alles okay. So. Weiter geht's in wilder Fahrt. Wozu die langen Pausen, ne? Okay. So, dann werfen wir da eine Granate hin. Oh, scheiße. Zu dicht an der Mauer ist anscheinend auch nicht gut. Bisher hatte mich, glaube ich, zu keiner verletzt. Oder der eine ist damals, ja, vor ein paar Minuten, so verreckt, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Alles gut. Okay. Tür ist kaputt. Aber der muss auch noch sterben. Okay. Gut, das haben wir, glaube ich, erledigt. Ich will jetzt ja auch nicht zu viel speichern, ne? Aber ein bisschen ist immer, glaube ich, ganz okay. Ich könnte die Tür da unten kaputt machen, aber das mache ich lieber von unten, denke ich. Ja, komm her. Okay. Ja. So. Mal hier rüber und da hinschmeißen. Zwei gleich erledigt, sehr gut. So, jetzt nehmen wir uns ganz schnell hier die Waffenkiste. So, okay, weg. Und schmeißen die Tür kaputt. Jawohl. Okay, das läuft doch ganz gut. Bis hierhin, ne? Dann machen wir doch hier einen Safe State. Wir können ja ruhig ein bisschen was an Fortschritt hier auch speichern. So. Sehr schön. Okay, dann diese Tür. Oh, ich habe auf Rakete gewechselt. Das wollte ich gar nicht. Okay. Du bist weg. Du bist weg. Und jetzt hier unten ganz schnell verstecken, denn da ist ein Penner. Okay. Den haben wir aber erledigt, den Penner. Ja, da brauchen wir irgendwie Scheiße. Da brauchen wir irgendwie zwangsläufig schon zwei Schüsse. Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. Das ist gut. Na, irgendwie beim ersten Schuss geht die irgendwie nie richtig kaputt. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Okay, eine Tür ist schon mal Schrott. Das sieht doch ganz gut aus. Aha. Ich habe mir schon Angst. Aber wir haben auch nur noch eine Granate, sehe ich gerade. Ne? Vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn ich hier speichere. Aber wir haben ja einen anderen Save Point noch, von daher. Verspeichern kann ich mich eigentlich nicht.
Hallo? Oder so. So geht es natürlich auch. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Vielleicht liegt hier oben noch was. Also, da ist zwar nicht... Da, ein Glück. Ein Glück. Ja, ein Glück. So, bitte einsammeln. Müsste da nicht eine Tür gewesen sein, sag mal. Oh! Oh, fuck! Das war mies. Das war richtig mies. Okay, dann... Ja, da ist ein kleiner Punkt. Den habe ich nicht gesehen. Vielleicht schießt er sich ja selbst tot, wenn er jetzt auf uns ballert. Na komm, schieß, schieß, schieß. Vollidiot. Ich wollte eigentlich nur nachgucken, ob da eine Tür ist. Aber ist nicht. Ich hatte das so in Erinnerung, aber das war wahrscheinlich nur die eine, die ich da auch kaputt geschossen habe. So. Also, was haben wir da? Es ist nur ein langer, langer Gang. Es könnte aber gut sein, dass sich auf diesem langen Gang irgendwo ein Raketenwerfer-Typ befindet. Ich versuche mal so ein bisschen im Zickzack zu gehen. Okay, brauchen wir gar nicht. Kein Risiko eingehen. Besser ist es. Aha. Oh! Ja, geil! Wir sind fertig! Ha! Sehr geil! Cool! Nicht mal ein ganzer Part. Dann können wir die zweite Mission noch angucken. Und jetzt müssen wir nur alle Gebäude zerstören. Mhm. Im Abwasserkanal sind wir unterwegs. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Go for it! Ja. Wo stehen wir denn? Einigermaßen sicher? Da unten. Ja, das sind wir ganz sicher, denke ich. Safe State, ruhig da drüber. Jo, war ja, ist ja alles gut gegangen. Also alle Gebäude zerstören. Ist, ja, ich wollte gerade sagen, das zählt doch bestimmt dazu. Kann ich damit gar nicht zerstören. Scheiße. Das ist natürlich blöd. Da darf ich doch bestimmt nicht durch, ne? Kann ich denn... Warte mal, ich muss mal eben die Waffe wechseln für die Rakete. Auch damit geht's nicht. Dann bleibt mir ja nur die Möglichkeit, hier durchzuwarten. Ach, das geht. Ich sehe das gerade. Da laufen ja auch schon welche lang. Ist ja lecker. Aber die Levelart gefällt mir wirklich. Endlich mal so ein bisschen innerhalb und so. Und da kann man ein bisschen besser taktieren, finde ich. So. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen schwerer zu erkennen, wo sind jetzt Gegner und wo nicht. Hier lang gucken. Naja. Wenn die jetzt hier runterkommen, habe ich natürlich ein Problem. Ich hätte vielleicht auch nicht gleich mit allen drei losrennen sollen, ne? Aber gut, das ist jetzt zu spät dafür. So. Ich denke, ich werde jetzt auch weiterhin mit Safe States arbeiten, weil meine Männer dann ja auch besser gradiert sind. Die dann gleich besser treffen. Muss ich das da kaputt machen? Ach, scheiße! Ich bin auch doof. Ich hatte auf Rakete gestellt. Sorry, mein Fehler. Ja, wessen sonst, ne? Okay. Wie kriegt ihr das... Ach, da oben! Ich sehe das gerade. Da oben ist ein Geschütz. Da muss ich hin. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Arschloch. Bleib bloß da stehen. Okay, wir müssen also zum Geschütz kommen. Das heißt, einmal um den ganzen Bildschirm latschen. Mhm. Penner. Und dann haben wir's. Ah, du hast einfach meinen getroffen, du Arsch. Und ausgerechnet Ed. Ach, da ist eine Tür. Also die kann ich auf jeden Fall kaputt machen. Jetzt haben wir nur noch Roger. Nur noch Roger ist da. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da lang muss. Er hat sich gerade selbst kaputt geschossen. Also das Geschütz ist ja auf dieser Seite. Ah, glaube ich nur zum Verwirren. Boah, das war gefährlich. Das war gerade sehr, sehr gefährlich. So, jetzt ist er tief bei. Ah, hat er mich erwischt. Nun gut. Eigentlich ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich denke, wir werden das im nächsten Part etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und dann wird es bestimmt hier weitergehen. Ja. In diesem Sinne, schaltet wieder ein. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.